Nein, kein Eierhälse. Also, ja, kleine Info am Rande. Ich habe hier gerade ein Problem mit meinem Render-Encoding-Tool, Dingelingdingschling. Ich weiß nicht warum. Seit heute ist es irgendwie merkwürdig, dass ich noch Störbilder habe. Ich habe hier mal den neuesten Cards Against Humanity-Part aufgenommen. Ihr könnt es ja auch an der Größe erkennen und an der Länge. 29,9, das ist der letzte Part, den ich hier aufnehmen wollte. Der ist, passt mal auf. Ich zeig's euch einfach mal. Das passiert, wenn ich's abspiele. Das kommt bei raus. Ist geil, oder? Flackerdiflack. Supergeil. Supergeil. Ja, es kommt nur ein Rascheln, ein Knistern und ich weiß nicht, was da los ist, weil wenn ich das Video original abspiele, haben wir halt sowas hier. Warte mal. Ganz. ganz normal. Versaut. Ganz normal. Ich frage mich, was da los ist. Ich könnte den Part jetzt natürlich auch, weil der ist ja nur 2 GB, aber ich wollte halt Musik drunter schneiden mal wieder und. Das ist halt scheiße. Und mit anderen Renderprogrammen habe ich mich jetzt natürlich so ausgewurschtelt. Ich wollte euch nur mitteilen, es kann sein, ich nehme auf jeden Fall jetzt in Zukunft auf. Ihr seht im Hintergrund, installiere ich gerade PlayerUnknown's Battlegrounds. Da habe ich nämlich voll Bock drauf, das auch mal mit euch vielleicht zu spielen oder allgemein zu machen. Das ist auch ein geiles Livestream-Game und es ist halt ein geiles Spiel allgemein. Und ja, ich habe anfangs gedacht, was ist das für ein Scheiß, weißt du, aber habe ich mir mal ein paar Videos angeguckt und dachte mir so, ey, das ist voll spannend. Das erinnert mich an so Spiele, die ich gerne gespielt habe, mal früher. Deswegen mache ich das auch in Zukunft. Ich werde es dann auf jeden Fall auch ein paar Let's Plays zu machen. Ich werde in Zukunft auch aufnehmen. Ich habe ja hier die ganzen fertigen Aufnahmen drin. Was jetzt kommt, wie ihr sehen könnt, ich habe mir hier mal reingeguckt. Ihr könnt mir auch sagen, ob ich es schneiden soll oder ob ich das Ganze einfach uncut lassen soll dann. In Zukunft schon mal. Ich gehe mal in mein Creator-Studio. Ist jetzt natürlich nicht so, soll man eigentlich nicht machen. Aber ich hätte jetzt noch ein paar Cards Against Humanity, den vorletzten Part, nicht den, den ich euch gerade gezeigt habe, sondern den Part von davor. 2 Kona-Parts und einen Walking Dead hätte ich noch übrig. Das heißt, heute kommt ein Kona, ein Walking Dead, morgen kommt Cards Against Humanity, nochmal ein Kona. Die Sache ist nämlich die, dass ich erstmal gucken muss, wie ich das Problem lösen kann. Sobald ich das gelöst habe, sage ich natürlich auf Twitter und Facebook Bescheid. Da habt ihr ja hier alles. Könnt ihr immer mal raufgucken auf meinen Kanal. twitter.com/lunatic1988_lp ist aber auch in den Videobeschreibungen jedes Mal drin. Kann ich gleich noch mal ein bisschen Werbung machen, natürlich für das, was ich noch habe. Wenn ich schon mal bei einem Infovideo bin, geht ihr einfach hier auf irgendein Video eurer Wahl. Könnt ihr hier zum Beispiel anklicken und unten auf mehr Anzeigen habt ihr alle möglichen Informationen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram und Steam-Profil. Freundschaftsanfragen nehme ich in der Regel nur an, wenn ich euch ein bisschen kenne. Das heißt, man schreibt mal miteinander auf YouTube Kommentare oder sowas. Und dann kann man oder mal in Livestreams vielleicht zusammen gezockt haben. Dann nehme ich euch auch gerne mal an. Ansonsten habt ihr noch, wenn ihr mich unterstützen wollt, natürlich die Möglichkeit, einmal zu spenden oder Patreon zu werden. Das ist ein monatliches Abo. Da gibt es auch coole Ideen. Aber ich muss da mal gucken, was ich da noch machen werde. Ansonsten habt ihr da Twitter, Facebook, Instagram. Folgt mir einfach auf allen möglichen Plattformen, wenn ihr immer wieder Informationen haben wollt, wie zum Beispiel, dass ich gestern zum Beispiel aufgrund des verlängerten Wochenendes nicht mehr so viele Videos fertiggestellt hatte. Deswegen eigentlich heute Little Nightmares und ein paar Indie-Trash-Sachen machen wollte, aber ich wollte gerade erstmal das Problem bekämpfen. Da das nun mal nicht möglich ist, nun gut, kümmern wir uns dann da später drum um die Videoaufnahme. Ich kümmere mich erstmal um die Probleme, beziehungsweise nehme ein bisschen noch jetzt was auf und kümmere mich dann anschließend nochmal um die Probleme. Jetzt lasse ich es erstmal bleiben, bevor irgendwie gar nichts mehr geht. Ja, schauen wir mal, ob ich das Problem gelöst bekomme. Ich wollte euch nur Bescheid geben, dass heute dann doch erstmal nur wieder 2 normale Videos kommen. Aber ich kümmere mich drum und wir sehen uns dann die nächsten Tage auf jeden Fall wieder. Auf dann auf bald, auf Wiedersehen, Tschüssikowski, bla 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 bla.